Und wir gucken jetzt auf das Reptil des Jahres. Es ist nämlich die Blindschleiche. Und wussten Sie, dass die Blindschleiche unheimlich gerne Nacktschnecken isst? Meist bekommen wir gar nicht mit, dass sie in unserem Garten lebt. Die Blindschleiche ist sehr heimlich. Ihren Namen verdankt sie ihren glänzenden Schuppen. Aus dem altdeutschen Plinzlicho, blendender Schleicher, wurde irgendwann Blindschleiche. Während wir arbeiten, schlängelt sie sich hinter uns durchs Gras oder, noch lieber, durch Gänge im Erdreich. Ein ganzes Netzwerk kann das sein. Plötzlich taucht sie dann auf, neben einem Wurm oder einer Schnecke, und prüft mit der Zunge, ob die Beute sich lohnt. Diese nicht. Zurück geht's, unter Tage. Die Blindschleiche lebt so heimlich, dass wir nur wenig über sie wissen. Den Tag verschläft sie wohl meist, gut getarnt unter Moos und Rindenstücken. Hier glänzt keine Schuppe und verrät das Versteck. In den frühen Morgen und in den späten Abendstunden aber ist sie unterwegs. Jetzt sucht sie Würmer, Asseln, Raupen und vor allem saftige Nacktschnecken. Als Jäger verlässt sie sich vor allem auf den Geruch. Zu den schnellsten gehört sie dabei nicht, muss sie auch nicht, bei der Beute. Hat sie sich einmal entschlossen zuzubeißen, hängt die Beute fest. Ihre Zähne sind nach hinten gerichtet und halten die Schnecke wie in einem Schraubstock. Abbeißen kann sie damit nicht. Die Schnecke muss als Ganzes den Hals runter. Eine klebrige Angelegenheit. Die Schleiche scheint das nicht zu stören. Sie nimmt sich die Zeit und ist in unseren Gärten eine der eifrigsten Nacktschneckenjägerinnen. Aber auch die Blindschleiche wird oft zur Beute. Vögel wie Krähen und Elstern, aber auch Katzen oder Igel haben es auf sie abgesehen und oft bleibt ihnen nur, den eigenen Schwanz zu opfern. Dieser Stumpf ist noch relativ frisch, aber wenigstens hat die Schleiche überlebt. Viel gefährlicher sind da ganz andere Dinge, gegen die die Tiere sich nicht schützen können, zum Beispiel Schneckenkorn oder der Straßenverkehr. Blindschleichen wärmen sich gern auf dem heißen Asphalt und werden dabei oft überfahren. Ab Oktober wird es den meisten im Garten zu kalt. Dann machen sie sich auf den Weg in ihre Winterquartiere und dort treffen sie oft auf andere. Manchmal überwintern 30 Schleichen in einer Höhle. Hier sind es nur zwei. Für viele Monate verschwinden sie nun ganz unter der Erde, um dann im Frühjahr wieder auf Schneckenfang zu gehen.